Also mein Name ist Veronika Wanecek. Ich arbeite hier in einer öffentlichen Volksschule, ist im 10. Bezirk. Und es ist zurzeit so, dass wir eine erste Klasse und eine dritte Klasse haben. Wir arbeiten nach Montessori. Da wir nach Montessori arbeiten, machen wir natürlich, also ist unser Hauptbasispunkt jeden Tag die Freiarbeit und hier die Dokumentation. Jedes Kind sagt genau, was es tut. Jeden Arbeitsschritt, jedes Material. Das heißt, das Kind lernt mit der Zeit, und die dritten Klassen sind da jetzt schon richtig top, wie viel Zeit brauche ich, um etwas zu erreichen, das ich erreichen muss. Das Kind sieht auch sehr plakativ, wenn es den Wochenplan vor sich hat, aha, ich war jetzt den ganzen, also es ist schon Mittwoch und ich war nur im Mathe-Raum. Könnte vielleicht gescheit sein, wenn ich jetzt einmal auch woanders hingehe. Also das Kind bekommt selbst ein Gefühl, was mir ja wahnsinnig wichtig ist, welche Stärken habe ich, aber vielleicht auch auf welche Schwächen, und da könnte ich vielleicht einmal was tun, mir auch Hilfe holen und so weiter. Dass ich die Dokumentation mache, finde ich auch sehr, sehr wichtig fürs Kind, dass es das überhaupt mitbekommt, weil es dann weiß, es ist der Frau Lehrerin wichtig, was ich tue. Es ist ihr wichtig, wie ich es mache, wie lange ich es mache, mit wem ich es mache, welches Ergebnis da ist. Sie begleitet mich. Und genau das ist eigentlich meine Aufgabe. Es zu begleiten und zu coachen und vielleicht ein bisschen so Ideen hineinzubringen. Dass ich wirklich ganz, ganz zeitnah die Sachen eingeben kann, brauche ich nur drauf tippen, fertig ist Geschichte. Es wird gesendet und auch sofort ausgewertet. Das heißt quantitativ und qualitativ. Ich kann es jederzeit aufrufen, ich kann es auch dem Kind jederzeit zeigen. Es ist einfach wahnsinnig zeitsparend. Und ich kann es auch mitnehmen, also ich kann es auch in der U-Bahn und mir schnell anschauen, okay, und wenn ich Zeit habe oder sonst irgendetwas damit arbeiten. Das ist wirklich in jedem Bereich ein wirkliches Hilfsmittel. Ganz Positives.